Meine Güte, lang, lang ist es her, als Anastasia bei uns war. Zwischendurch ist viel passiert und wir freuen uns aber noch im Hintern, dass sie jetzt wieder hier ist, weil sie eine ganz bezaubernde junge Dame ist. Auf dem Weg ins Studio. Anastasia! Hier, okay. Well. Man kann nicht meckern. Vier Leute, die applaudieren. Hey. Hallo! Hallo. Hi, Becky. Mua. Mua. Hi. Hey. Alright. Und gut sieht sie wieder aus. Schrecklich. Thank you. Ich hasse es, wenn die Gäste besser aussehen als die Moderatorin. Bitte geh auf der Stelle wieder weg. Das kann ja wohl hier nicht sein. Ich könnte auch ein T-Shirt tragen. Mache ich euch das nächste Mal. Wenn ihr Fragen habt an Anastasia, stellt sie doch bitte. Dafür ist ihr hier. Telefonnummer ist 0137 332211 oder ihr schickt eine Mail interaktiv@viva.tv. Dann hat der Benni auch endlich mal was zu tun. Ansonsten würde ich das Feld jetzt komplett meinen charmanten Co-Moderatoren überlassen und einfach weise wie eine alte Frau hier sitzen und zuhören und ab und zu mit dem Kopf nicken. Genau. Und ich freue mich auch schon so, dass du hier bist. Ich habe so lange gewartet. Wie geht's dir denn? I'm very good. Mir geht's sehr gut. Really well. Mir geht's wirklich sehr gut. Ich habe gerade meine Tour gestern angekündigt. Und zwar im Herbst wird das sein. Gestern ist mein Album rausgekommen. Und wirklich, seit gestern läuft alles super hier in Köln. Es ist super schönes Wetter und mir macht alles sehr viel Spaß. Genau, das ist auch schon meine nächste Frage. Dein drittes Album ist ja jetzt eben rausgekommen. Und ich wollte einfach mal fragen, setzt du dich da selbst irgendwie unter Druck? Weil deine ersten beiden Alben waren auch sehr erfolgreich. Und ist jetzt dieses dritte Album, oh, das muss jetzt auch unbedingt was Gutes werden? Also, ich habe eigentlich nie so auf die Vergangenheit geachtet. Ich habe immer das gemacht, was ich am besten konnte, alles gegeben, was ich konnte. Und für mich gab es eigentlich immer nur die Zukunft. Ich habe immer nur auf die nächste Platte geguckt. Ich habe meine ganze kreative Energie reingesteckt, die ich hatte. Und man weiß nie, was passiert. Ich bin Künstlerin und die Plattenfirma zählt natürlich die Verkäufe. Ich selber mache das nicht. Mir geht es eher ums Künstlerische. Meine letzten beiden Alben liefen sehr gut. Und dieses neue Album ist sehr interessant, finde ich. Und ein bisschen anders auch als die Vorgänger. Mal sehen, was passiert mit diesem Album. Nächste Woche werden wir mehr wissen. Es wird sicher erfolgreich, das weiß ich jetzt schon. Denke ich auch. Mich würde mal interessieren, warum es gerade Anastasia heißt. I know. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich sowas gefragt werde. Ich habe bei anderen Leuten erfahren, dass die meisten Künstler ihr erstes Album nach sich selbst benennen. Ich weiß gar nicht warum. Ich bin da ein bisschen zurück, nenne erst mein drittes Album nach mir selbst. Und bevor ich angefangen habe, dieses Album geschrieben habe, da wollte ich es schon nach mir selbst benennen. Da habe ich mir schon gedacht, das wäre eigentlich der beste Name für dieses Album, weil ich mich sehr an dieses Album gebunden fühle als Künstlerin. Ich glaube, dass ich als Künstlerin da sehr viel reingegeben habe. Vielleicht mehr von mir selbst persönlich als in die ersten beiden Alben. Ich glaube, es ist halt sehr persönlich. Und ich möchte einfach mir selbst treu sein und hoffen, dass meine Fans auch meine neue Richtung mögen, weil das neue Album ein bisschen anders ist, diesen Sprock-Sound, den ich selbst erfunden habe. Sprock, für diejenigen, die es nicht wissen, ist meine Art der Musik, die ich mache. Denn ich bringe ja Soul, Pop und Rock in meine Musik rein, in einen Sound. Es ist halt Sprock. Genau, deine erste Single-Auskopplung ist ja auch Left Outside Alone. Ich finde es total geil, das Lied. Ich wollte mal fragen, welche Botschaft steckt denn da dahinter? You know what? Left Outside Alone is Left Outside Alone ist eigentlich ähnlich der Botschaften, die ich immer so in meinen Songs habe. Das bezieht sich auf verschiedene Partnerschaften, Beziehungen, Arbeit. Eigentlich, dass man den Eindruck hat, dass man 80% gibt und 20 bekommt. Und man will nicht immer nur geben und nur bekommen, deswegen ist das nicht so lustig. Als ich den Song aufgenommen habe, da gab es sowas in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mehr gebe als selbst bekomme. Ich würde es vielleicht mal gerne umdrehen. Ich will nicht immer nur mehr geben als bekommen. Und jetzt ist es vielleicht mal umgekehrt. Denn es ist ja nicht schön, immer nur mehr zu geben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt denjenigen nicht mag oder der mir nichts bedeutet. Ich wollte demjenigen einfach nur zeigen, dass es auch mal andersrum sein kann und dem zu zeigen, wie sich das dann anfühlt. Und das ist eigentlich die Botschaft von Left Outside Alone. Als ich das Lied geschrieben habe,
Da hatte ich meine Stimme noch nicht wieder zurück durch die ganzen Behandlungen, die ich im letzten Jahr durchmachen musste wegen meiner Brustkrebserkrankung. Meine Stimme war sehr schwach, aber mein Kopf war eigentlich ziemlich hellwach und deswegen wollte ich das Lied singen, aber hatte leider noch nicht die Kraft dazu. So hörte sich das an und deswegen habe ich mir gedacht, so hört sich an wie so ein kleines Mädchen und ich wollte erstmal dann halt den Text schreiben und als ich es dann live gesungen habe, da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt mit dem kleinen Mädchen in dem Song, ich muss es jetzt ein bisschen härter rüberbringen, ich muss jetzt mehr Kraft reingeben. Und habe es dann sozusagen an den Anfang gelegt als Intro. Auch meine Plattenfirma und mein Manager hätten gar nicht gedacht, dass ich das bin, als ich es gesungen habe. Aber dann haben sie gemerkt, ja klar, wir wussten ja gar nicht, dass du so singen kannst. Und daher habe ich das einen glücklichen Zufall genannt, dieses Lied. Wow. Vielleicht machen wir eine kurze Pause. Ja. Ich habe ja gerade so viel geredet, da müsste ich mich mal kurz... kurze Pause, du bist ja auch noch zwei Takes lang hier. Takes, das ist Musikfernsehensprache und bedeutet, zweimal sitzt sie noch hier. Unterm Strich bedeutet das, ihr könnt nach wie vor anrufen. Das Gute ist, wenn ihr anruft, gewinnt ihr nämlich ein Sprock, gerade erklärt, T-Shirt von Anastasia. Groß und warm meine ich natürlich und kuschelig. Wo sind die vier? Ach, da ist die vier. So sieht's aus und hier am Arm auf der Seite steht... Ich krieg's noch. Entschuldigung. Hier, da steht das drauf. Andersrum. Go Sarah. Da. Go Sarah. Ja, ich bemühe mich. Es ist das Alter. 0137 33211. Wir fragen an Sascha. Jetzt aber Ruhe. Schluss. Bis gleich. Tschüss.